Jetzt kommt A. D. L. Er ist ein politischer Journalist, den Sie alle kennen. Wir sehen ihn sehr oft mit den Politikern hautnah auf Du und Du. Bin gespannt, was er uns von Ihnen zu erzählen hat. Ernst-Dieter Lug. Guten Abend. Herzlich willkommen. Ja, Herr Lug, heute mal ganz locker. Heute locker vom Hocker. Heute sind Sie der Befragte. Heute und ich habe frei. Frei heute Abend, obwohl immer wieder was los ist. Ich meine, auf der Bonner Szene ist ja eigentlich nie Ruhe. Ja, Gott sei Dank. Sonst hätte ich doch keine Konjunktur. Er hat immer Konjunktur und Sie sind ja auch in der glücklichen Lage. Sie sitzen da, die anderen kommen und gehen. Und Sie können im Grunde immer mal das Mikrofon hinhalten, wenn der Nächste, dann eben der Nächste. Gibt es denn besonders angenehme und besonders unangenehme Kunden für Sie? Also ich kann mir die Kundschaft nicht aussuchen. Und die Frage habe ich schon mal gehört. Da liegen einem einige mehr und die anderen weniger. Das betreiben wir geschäftsmäßig. Mhm. Und Sie kommen und Sie gehen, das ist richtig. Und es kommen auch Regierungen und Regierungen gehen. Und Vorwahljahr 1986, dann sind die Herren besonders empfindlich und auch nervös geworden. Mhm. Aber das erleben wir nicht zum ersten Mal. Lassen uns dadurch nicht irritieren. Zeigen solche Politiker tatsächlich Schlagseite, beziehungsweise haben sie Nerven? Haben sie schon den Eindruck, mal ist einer lässig, relaxed und plötzlich, wenn es irgendwo zur Wahl hingeht, wird er etwas fiebrig, etwas unruhiger, passiert das? Also unschlagbar als Stunde der Wahrheit ist der Wahlabend selbst. Dann, wenn man in dem Gedränge irgendwo in den Parteizentralen dabei ist, dann kann man dem Sieger nun wirklich sein siegreiches Gesicht abnehmen und dem Verlierer auch seinen Kummer. Das ist unüberbietbar. Ansonsten haben wir es ja auch mit Schauspielern zu tun. Wir haben es mit Laiendarstellern zu tun, mit Schauspielern und wir haben es sogar mit Burgschauspielern in der Politik zu tun. Da kann ich einen nennen. Ja, mach mal. Helmut Schmidt. Tatsächlich, war das ein Darsteller? Das gibt er ja auch zu. Ja. Andere, und die vermisse ich ein bisschen heutzutage in der politischen Landschaft, diese Urgesteine, diese politische Lavamasse, die ja fürs Fernsehen auch sehr, sehr gut sind. Eben, denn der Unterhaltungseffekt ist ja da. Man will ja auch, wenn man so ein Interview sieht, ein bisschen den Menschen entdecken. Und wenn das nur noch eine Schablone ist, wie haben denn Sie oft so ein bisschen dieses Lügendetektor-Feeling? Das heißt, da redet einer und Sie sagen, oh komm Junge, was erzählst du mir da? Kann man schon mal sagen, guter Mann, das stimmt ja alles nicht. Oder muss man dann sagen, gut, so sagt er das, so will ich es mal schlucken? Das Tolle ist, ich wüsste eigentlich die bessere Antwort, aber ich kenne natürlich auch die Antwort, die er gibt. Mhm. Und insofern könnten die Fernsehjournalisten, die das betreiben, eigentlich auch die Interviews mit sich selbst machen, nicht? Oder mit einem Kohl oder mit einem Genscher oder so etwas. Die Antworten kennen wir. Es ist ärgerlich auch manchmal für das Publikum, aber Fernsehen zeigt mehr. Es zeigt natürlich auch Gesten des Ausweichmanövers oder Gesten der Verärgerung. Also so unter Kontrolle haben sie sich auch Also nicht. Wie frech kann man denn werden? Ich zum Beispiel habe den Eindruck, wenn ich ab und zu englisches Fernsehen gesehen habe, die gehen da einfach mehr ran. Die sagen, also guter Mann, passen Sie mal auf, Sie sind von uns gewählt, nicht in dem Ton, aber in der Aussage, jetzt muss ich Ihnen schon mal sagen, was Sie da erzählt haben, das ist aber ziemlich Schwachsinn. Wie frech kann man bei uns sein, ohne Majestätsbeleidigung zu begehen? Man begeht überhaupt keine Majestätsbeleidigung, man geht ran mit einem ganz bestimmten sachliches Thema, man versucht die Frage nochmal zu stellen, man versucht nachzubohren. Man variiert sie unter Umständen 4 oder 5 Mal, aber es kann natürlich passieren, weil der andere am längeren Hebel sitzt, dass es im Ergebnis doch unbefriedigend bleibt. Ich will noch was sagen zu den Urgesteinen. Ja. Eins gibt's ja nicht mehr. Eins lebt in München, bei Ihnen hier, kommt relativ selten nach Bonn, 3-mal dürfen Sie raten, Sie haben ihn längst erraten. Das andere ist von der politischen Bühne abgetreten, ich meine Herbert Wehner, den vermissen wir natürlich. Aber der hat ihn ja auch mal richtig. Hat der nicht mal das ist die alte Geschichte mit Lüg und Wöhner und so. Nicht wahr? Die läuft ja wie eine Legende hinter mir her. Ich hatte ihn einmal zu Hause, das ist ein paar Jährchen her, mit Fernsehkollegen. Das war fast eine Rarität, das ging ein bisschen in die tiefe Nacht, wir haben geredet und so weiter. Ich brachte ihn dann runter zum Wagen mit seiner damaligen Stieftochter und seiner heutigen Frau. Fragte ihn oder sagte zu ihm, hatte die Pfeife im Mund, sozusagen die Trademark dieses Mannes, und sagte zu ihm, das war für uns hier hochinteressant, wichtig und auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Aber sagen Sie mal, Herr Wehner, was gibt Ihnen denn eigentlich ein solcher Abend mit uns? Dann nahm er die Pfeife aus dem Mund und sagte, für Ihre Gäste sind Sie selbstverantwortlich. Ja, also er nahm sich Gott sei Dank auch in dem Sinne nicht selber ernst.
Und das macht ja so Leute wieder sympathisch. Inwieweit hat man denn schon mal versucht, ihnen zu sagen, also pass mal auf, fragen Sie mich doch mal das. Oder es gibt ja sogar wahrscheinlich Vorwürfe für jeden journalistischen, politischen Journalisten. Journalistischen Politiker, wollte ich sagen. Keine Verwechslung. Einfach, na komm, also das hat er doch ihm zuliebe gemacht. Und dass man dann auch ein bisschen vielleicht einen netter behandelt als den anderen. Gibt es und gab es denn mal Versuche, so eine Bitte um Streicheleinheiten? Bei mir nicht. Ich bin auch als Streichler ziemlich unfähig, um es ehrlich zu sagen. Es macht auch keinen Sinn, nicht wahr, wenn man sich auf ein solches Geschäft einlassen würde und sagt, also nach Sympathie urteile ich mal den etwas anders und bin da soft und der andere liegt mir nicht wahr, und da gehe ich ran und so. Das sollte man lassen, nicht wahr? Das Publikum, und wir machen ja Fernsehen, Herr Gottschalk, nicht für Generalsekretäre, für Medienreferenten oder für diese Politiker, sondern wir machen es für unsere Kundschaft. Nicht? Hätte dafür übrigens auch überhaupt kein Verständnis. Nee, finde ich auch. Man sollte das, was man selbst fühlt, die eigenen Präferenzen nach Möglichkeit auch in der Garderobe abgeben. Genau, wie ist denn das, wenn ein Journalist eine politische Meinung hat, einen politischen Standpunkt, muss er den aufgeben oder kennen die Politiker den und sagen, komm, Sie sind doch sowieso von der anderen Richtung, was reden Sie mich hier eigentlich an? Oder muss man wirklich neutral werden in dem Moment, wo man das Mikrofon hochhebt? Also Neutralität im Journalismus gibt es ja gar nicht. Dann wären wir ja Eunuchen und dann könnten wir eigentlich nach Hause gehen. Man hat natürlich seine eigenen Überzeugungen, die kann man ja auch deutlich machen und klar machen. Das macht man in einem Fernsehkommentar, da sagt man, was man davon hält oder beziehungsweise was man vor allen Dingen nicht davon hält. Man hat ja auch verschiedene Hüte auf. Mal berichtet man als Berichterstatter und trägt den Berichterstattungshut. Mal moderiert man eine Sendung und trägt den Moderationshut. Und manchmal kommentiert man ein Tagesereignis und hat den Kommentarhut auf. Man sollte das vielleicht ein bisschen untereinander trennen. Kann man den Jungs auch mal was sagen? Also so reden Sie ja nun mit allen, mit Herrn Kohl, mit Herrn... Dass Sie auch mal sagen, ich muss mal sagen, Herr Kohl, jetzt mal ganz ehrlich, haben Sie Möglichkeit, auch gehört zu werden? Ja, sicher. Wir werden ja auch gelegentlich mal befragt, ist auch ganz schön, kann man mal eine Antwort geben, nicht wahr? Mit Blick auf das, was uns vielleicht an Einsichten zur Verfügung steht. Kohl macht das. Schmidt macht das, der macht das immer etwas sehr pumpig. Ich erinnere mich an eine China-Reise, schon ein bisschen länger her. Da saßen wir in der großen Halle des Volkes, waren da gerade eingetroffen. Und Schmidt saß natürlich 2 Meter höher als wir. Wir waren in der Holzklasse geflogen, er in einem besseren fliegenden Appartement, da macht auch nichts. Und dann guckte er runter auf uns, auf diese 20 deutschen Journalisten. Und da saß ich da vorne auch in der zweiten oder dritten Reihe. Da sagte er, nur fährt man um die halbe Welt herum und sieht wieder dieselben dummen Gesichter aus Bonn. Da habe ich gesagt, Herr Bundeskanzler, das sieht von hier unten genauso aus. Das. Letzte Frage. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Jungs ehrlich sind? Also wenn Sie Ihre Antworten geben müssen, die Sie geben, haben wir vorher schon gesagt, das ist alles immer natürlich in einer Richtung. Aber haben Sie den Eindruck, dass die vorher oder nachher mal ganz anders reden? Sie sehen die natürlich auch in Bonn mal auf einer Party, mal auf einem Fest. Sagen Sie nicht, wenn Sie mal das mal ins Mikrofon sagen würden. Also können Sie manchmal auf andere Dinge festhalten? Man könnte verzweifeln. Wir stellen die Maschinen an, dann geht's los, man bemüht sich, nicht wahr? Man kriegt aber das nicht rausgebohrt, was man gerne hätte. Dann ist das Interview zu Ende, man sitzt in der Maske, da gibt's auch einen gewissen Entspannungseffekt bei den Herren und plötzlich erzählt er etwas und genau das hätte man gerne am Abend gesendet. Pech gehabt, wie so häufig. Können Sie das dann rumerzählen? Ich meine, gibt es für euch auch so eine gewisse Schweigepflicht, wo man einfach sagt, also gut, das ist off limits, erzählen Sie das bloß nicht weiter, Luke? Also man möchte ja eigentlich nicht gerne hochschwanger mit Informationen durch die Landschaft laufen und kann nichts gebären. Also man muss versuchen, ihnen Informationen abzuhandeln, die man dann an das Publikum weitergibt. Das ist doch unser Job und sonst nichts anderes. Also offensichtlich auch keine ganz leichte Arbeit, politischer Journalist zu sein. Ich bedanke mich, dass er da war. Ernst-Dieter Luke. Danke. Danke.